gerade in dieser Zeit, wenn man nach dem Besuch der Tankstelle in sein Portemonnaie guckt, dann fällt einem der Mangel auf. Aber ist es nur da? Oder geht das viel, viel tiefer in unserem Denken? Mangel, 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 Mangel. Minuszeichen. Was wäre, wenn wir sozusagen neben der Horizontalen die Vertikale dazu holen und aus dem Minus ein Plus machen? Ich freue mich, die Sandra Weber mal wieder hier im Studio zu wissen, die uns einen Weg zeigen möchte, wie aus Mangel Fülle werden kann. Lassen wir uns überraschen. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und jetzt geht's los. Sandra, im Prinzip bist du ja so eine Art Expertin für Fülle. Also ja, wenn man so dein Leben anschaut. Und ein schönes Beispiel, Mind over Matter, dass der Geist die Materie beherrscht. Und dennoch soll das wirklich so einfach sein, aus dem Mangel in die Fülle zu kommen. Muss man da nicht mindestens 25 Seminare gemacht haben, 100 Bücher gelesen und ja, ich weiß nicht was. Ich provoziere jetzt mal. Ne? Ja, absolut richtig. Ja. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich auch, da zu sein. Das ist für mich auch Fülle, hier sein zu dürfen mit euch. Und ich spreche gerne über die Themen, die ich selbst voll durchlebt habe. Und ich habe vieles durchlebt und gemeistert. Ja. Weil dann rede ich nicht irgendwo von der Kanzel runter und predige etwas, was ich selber gar nie gelebt habe, sondern ich weiß, von was ich spreche. Und bei mir selbst war es wirklich so, dass ich bin in keiner armen Familie geboren oder so, aber viel Fülle war da nicht da. Ja? Und wenn man so zurückbeleuchtet hat, die ganze Familie, die Generationen auch, die waren nicht arm, aber da war auch keine Fülle da. Und da war auch der Gedanke an Fülle nicht da oder der Glaube an Fülle nicht da. Natürlich Kriegsgenerationen und so weiter, das haben wir alle irgendwo auch noch in der Genetik mitbekommen. Ja. Dann kommt es noch auf die Seelenbiografie an. Was bringe ich mit? Was hat sich meine Seele ausgesucht, jetzt hier zu leben? Nützt es mir überhaupt, den Mangel zu erfahren? Und dann auch die Erfahrung zu machen, in die Fülle zu kommen? Oder habe ich mir ganz andere Themen ausgesucht? Wer da gar kein Thema damit hat, der ist von Anfang an in der Fülle. Damit er sich auf ganz andere Dinge konzentrieren kann. Also, wenn ich mir so manche Biografien angucke, auch von Freunden oder so, die hatten immer Geld, ne? Ja. Immer Geld und gar kein Gedanke daran. Ein Thema, ne? mit dem Zeichen, ne? Ja. Genau. Ja. Und bei mir war es eben auch so, ich habe jetzt nie am Hungertuch genagt, aber ich musste mir schon überlegen, okay, jetzt hast du diesen Monat eine Jeans gekauft, dann kannst du erst nächsten Monat zum Friseur. Ja. Also ich musste mir das schon sehr gut einteilen und so das Minus war schon immer wieder auch ein Thema. Und über die Jahre habe ich einfach dran gearbeitet und ich habe erkannt, ich habe die Menschen auch beobachtet. Wer ist denn eigentlich in der Fülle? Was ist denn Fülle eigentlich überhaupt? Und wie denke ich selbst über Menschen, die in der Fülle sind und so weiter? Und irgendwann ist mir aufgefallen. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen, ne? Manchmal. Ja, also wenn jemand richtig viel Geld, ne, hat. Irgendwo schon, aber wenn du wirklich dahinter blickst, wenn du wirklich deinen Blick öffnest und sagst, ich schaue mir das mal wertfrei an und ich beobachte auch mich dabei. Denn es ist ja immer meine Leinwand des Lebens, ja? Auch was ich da wahrnehme bei den anderen Menschen. Was macht es denn mit mir, wenn jetzt jemand sehr arm ist, sehr in Not ist? Fühle ich mich da verwandter als bei jemandem, der
mit dem Porsche herfährt? Was habe ich denn für Gedanken, wenn jemand mit dem Porsche herfährt? Mache ich da gleich ein paar Schubladen auf? Ja? Und es sind so Grunddinge, die einfach jeder für sich mal reflektieren darf, wo jeder einfach mal hinschauen kann, wie denke ich denn überhaupt? Wo ist denn überhaupt das in mir angelegt? Ja, habe ich vielleicht, weil wenn ich denke, dass Menschen, die in Fülle leben, und wir sprechen jetzt gerade von finanzieller Fülle, aber Fülle ist ja viel mehr. Ja. Ja, das ist jetzt gerade nur ein Aufhänger. Wenn wir uns anschauen, wie wir über die Menschen denken, die in finanzieller Fülle auch leben, dann sagt das ganz viel über uns aus. Ja, also vielleicht haben wir gelernt, übernommen von anderen und von unseren Lehrern, Eltern, wem auch immer, dass die Menschen ja arrogant sind oder schlecht sind oder dass Geld schlecht ist und so weiter. Und diese ganzen Fehlprogrammierungen, ja. Bewertungen, die aufzulösen, ist ganz wichtig, um überhaupt in eine Fülle kommen zu können. Also weil sonst verbinde ich ja immer damit, okay, wenn ich finanzielle Fülle erlebe, dann werde ich zu einem schlechteren Menschen. Ja. Oder dann mag man mich nicht mehr. Ich hatte tatsächlich eine Mutter, die mir quasi mit der Muttermilch gegeben hat. Fülle ist ganz eng verknüpft mit Sorge, diese Fülle wieder zu verlieren. Ist auch was dran. Ja, das heißt, Menschen mit Verlustangst, haben oft sie lieber gar erlebt nichts. Hatte, dass sie aus dem Haus wieder raus mussten. Ne? Ihr Vater hatte gebaut und dann kamen Notverordnungen und konnten sie das nicht mehr abbezahlen. Und dann mussten sie in die Dienstwohnung zurück. Es hat sie so tief geprägt, dass Fülle und Sorge eins waren. Genau. Und das, ja. Also ja, nicht in die Fülle kommen, weil dann bist du ja in der Sorge, es wieder zu verlieren. Also, ja, ich brauche ja das nicht. Ne? Ja, und dann hat man schon einen inneren Widerstand dagegen. Genau. Und dann fließt es nicht, weil Fülle ist ein Naturzustand, ein völlig natürlicher Zustand. Unsere Erde ist Fülle, wir sind Fülle, unser Körper ist Fülle, alles ist Fülle in diesem Universum. Die Natur zeigt es uns jedes Jahr von Neuem. Ja. Wir leben in einer absoluten Fülle, alles fließt. Und immer wenn es irgendwo nicht fließt, dürfen wir hinschauen und diesen Fluss wieder zum Fließen bringen, diese Blockaden. Da ist das Erste, was du eben gesagt hast, dass man sich selber beobachtet, sich selber zuhört. Was denke ich, wenn ich jemanden in finanzieller Fülle sehe oder in finanziellen Mangel? Welche Gedanken spielen da eine Rolle, die sozusagen meine Programmierung sind? Oder auch in glücklicher Partnerschaft, was auch immer. Also erst einmal definieren, was ist denn für mich eigentlich Fülle? Wie sieht denn mein Leben aus, wenn ich in Fülle bin? Wie stelle ich mir das denn vor? Weil es gibt ja dann auch die Menschen, die sagen, ach, ich will ja nur glücklich sein, das andere brauche ich gar nicht. Und ja, das ist nett, das kann man so denken. Aber es stimmt nicht ganz, weil wir sind ja eingebettet in geistige Gesetze hier und eines davon ist das Spiegelgesetz. Und wenn du innerlich in der Fülle bist, dann zeigt sich dieser Zustand automatisch an der Leinwand deines Lebens, auch in äußerer Fülle. Ja? Das kann man gar nicht voneinander trennen. Ich kann nicht sagen, ich bin innerlich total in der Fülle und weiß aber nicht, wie ich meine nächste Miete bezahlen soll. Dann bist du noch nicht in der Fülle, dann hast du irgendwo noch einen Stau, dann fließt es noch nicht. Dann bist du irgendwo noch nicht in der Liebe. Das ist ein spannendes Moment, weil, kann ich ganz offen sagen, ich habe mich immer, was heißt getröstet, aber wenn ich meinen Reichtum betrachtet habe, dann habe ich den halt so definiert, dass ich Freunde habe, auf die ich mich verlassen kann, die man eben mit Geld nicht kaufen kann. Ja. Absolut. Ja, also habe ich gesagt, Köln gehört zu einem der reichsten Menschen dieser Erde, weil ich Dinge besitze, in dem Wort, das Besitz ist blöd, mich umgeben von Dingen, von Menschen weiß, die für mich Reichtum und Fülle ausmachen, als Urbedürfnis nach Austausch, nach so sein, wie ich bin und so weiter. Und trotzdem hast du natürlich recht, dass das ist ein großer Aspekt,
Ja, ein Millionär, ein Milliardär kann sich niemanden kaufen, der ihn liebt. Niemanden. Das ist richtig. Und trotzdem ist da diese andere Komponente, wenn du sagst, ja. Entweder oder. Ja. Es ist aber sowohl als auch. Ja. Ja, und solange wir in entweder oder denken, ist das einfach nur ein Hinweis drauf, ich habe da noch eine Programmierung in mir, vielleicht auch ein Trauma, was mich davon abhält, beides haben zu dürfen. Ja. Also ich glaube dann, entweder darf ich glücklich sein und mit schönen Freunden und einer guten Beziehung und so weiter gesegnet sein, oder ich lebe die materielle Fülle im Außen. Beides geht nicht. Ich trenne es also voneinander, weil ich irgendwie Angst habe, wenn ich das eine bekomme, dann verliere ich das andere. Aber wenn doch alles Fülle ist, dürfen wir dann nicht auch alles bedienen. Und diese Welten, die wollen verbunden werden. Und ein ganz entscheidendes Werkzeug ist Dankbarkeit. Und derer hast du dich wundervoll bedient. Ja? Absolut. Das ist wundervoll, wenn du einfach sagst, ich bin dankbar. Und wenn du das aufzählen kannst auch, ja, und wirklich dankbar sein kannst. Nicht nur irgendwie, okay, ich habe 10 Finger, ich habe 10 Zehen und ich habe ein paar Freunde, sondern es wirklich auch fühlst. Das ist der Beginn von Fülle. Das ist die Ursache von Fülle, sage ich mal. Ja, Liebe und Dankbarkeit erschaffen immer mehr von dem, wofür wir gerade dankbar sind. Ja. Das Leben reagiert sofort drauf, es antwortet uns immer und es schöner, gibt uns sofort mehr. Das ist ein schöner mehr. Satz. Wir schaffen in der Dankbarkeit, also wenn ich für etwas danke, schaffe ich das, wofür ich danke. Ja, genau. Ja. Also ich gebe zum Beispiel immer den Tipp, pack mal in dein Danke, das du zum Beispiel täglich machst, vielleicht immer vorm Einschlafen oder aber auch immer unter dem Tag, sei für alles irgendwie dankbar, was du erlebst. Öffne dich dafür, immer dankbarer zu sein, egal was du gerade verwendest oder wer dich besuchen kommt oder einfach der Sonnenuntergang, was auch immer. Sei dankbar für diesen Moment, für dieses Erleben, für dieses Gefühl, für alles, was du in deinem Leben hast. Und dann pack aber auch die Dinge mit rein in dieses Danke-Gebet, die du noch nicht hast, die du gerne hättest. Weil dann bist du sowieso schon so in diesem Feld, du bist sowieso schon in diesem Flow. Ja, das ist alles Realität, dieser schöne Baum und dieser schöne Sonnenuntergang und mein Schatz an meiner Seite, das Lächeln, was auch immer. Und wenn du da dann noch reinpackst, und ich bin aber auch dankbar dafür, dass jetzt dieses Plus statt dem Minus ist und so weiter. Oder dass das Auto vor der Tür steht. Oder dass noch mehr wahrhaftige Freunde in mein Leben kommen. Was auch immer. Dann ist das ganz natürlich eingebettet. Ist ja in die Tatsachen. In Jesus' Wort. Ne? Ich komme jetzt nicht auf die Stelle, aber glaubet nur, ihr habt schon erhalten. Empfangen. Und ihr werdet erhalten. Ja. Genau. Das ist manifestieren. Ist im Prinzip, Ja. Genau, so manifestieren wir mit unserer Schöpferkraft, mit unserer Herzenskraft. Danke kommt immer aus dem Herzen, sonst ist es nicht echt. Ja. Ja. Und wenn wir jetzt vielleicht einen Schritt zurückgehen, weil das sind jetzt schon im Prinzip die Tipps, was kannst du denn machen täglich? Aber wo habe ich denn Blockaden? Weil Verhaltenstherapie kann nie ersetzen, dass wir wirklich auch tief gucken. Was hindert mich denn daran? Was unterscheidet mich denn von den Menschen, die das einfach so haben und sich nicht mal Gedanken drüber machen müssen? Und da müssen wir in der Regel weiter zurückgehen. Also ich habe vorhin schon erwähnt, es kann natürlich sein, dass aus der Ahnenlinie irgendwas abgespeichert ist. Zum Beispiel ein Trauma, die ganze Familie musste flüchten oder hat im Krieg alles verloren, alles wurde zerbombt. Und das kann sich so lange reinszenieren, dass du auch in diesem Leben zum Beispiel immer wieder was hast und dann wieder verlierst. Mhm. Ja? Und immer wieder in dieselbe Situation kommst, von vorne anfangen zu müssen oder etwas neu aufbauen zu müssen, wie auch immer, bis du das mal gelöst hast. Oder du bringst sowas aus der Seelenbiografie mit. Wie löse ich sowas? Ja, also wird sich bestimmt jemand jetzt vor dem Bildschirm fragen, die sagt das doch einfach so her, ja, dann muss man das lösen. Ja, ich gehe doch nicht wie mit dem Hund an den Löseplatz und dann löse ich das, sondern wie
löse ich Gut, da das? Sind wir jetzt natürlich bei Teki. Ja, Ich habe dieses Buch geschrieben, da sind schon viele Möglichkeiten drin, auch mit Meditationen. Das erste? Genau, mein erstes Buch, Teki. Entwickle dich. Schalt es nochmal in die Kamera. Entwickle dich. Wickle. Also ganz, ganz wörtlich sich genommen. Entwickeln. Auswickeln. Bedeutet, auswickeln. Was da ist. Ja. Bedeutet jetzt auch in Bezug auf Fülle, ja. Du musst deiner Fülle nichts hinzufügen. Das die geht gar nicht. Da. Die ist einfach da. Das ist dein natürlicher Zustand. Sondern wenn wir im Mangel sind, wenn wir diese Fülle nicht leben können, dann geht es darum, alles zu entfernen, also uns zu entwickeln, von den Wickeln zu befreien, die bisher verhindert haben, dass wir da rankommen. Und das sind eben zum Beispiel solche Traumen. Und also was wir mit Teki machen, ich weiß nicht, wie es in anderen Methoden gelöst wird und ob es da effektiv gelöst wird. Bei uns wird es effektiv gelöst, einfach mit einer bestimmten Reise, die wir dann sehr schnell machen, um in den Theta-Zustand zu kommen. Der Theta-Zustand ist eine langsamere Gehirnwellenfrequenz, wo wir Zugang zum Unterbewusstsein haben. Das haben wir in allen anderen Frequenzen nicht, nur in diesem Theta-Zustand. Deswegen ist es so wichtig, den zu erreichen. Ja. Auch Stichwort Hypnose. Wir sind dann aber ganz klar, also wir sind nicht irgendwie weggetreten und jemand anderes beeinflusst unser Bewusstsein, da muss man ja immer Vertrauen haben, Absolut. Sondern wir können es selber tun. Und da kann ich in der Tiefe einfach feststellen, woher kommt diese Blockade? Was ist das Urtrauma zum Beispiel dafür, dass ich immer wieder alles verliere oder dass ich grundsätzlich gar nichts bekomme und so weiter? Und dann kannst du das da einfach auflösen. Mhm. Und es ist sofort weg. Also das Leben kann sich sofort verändern in dem Moment. Und wie gesagt, das kann aus der Ahnenlinie sein, das kann aus der Seelenbiografie sein. Worauf ich aber ganz unbedingt heute noch raus will, ist unser erstes Lebensjahr. Also unsere Entstehungsgeschichte und vor allem das erste Lebensjahr und natürlich die drauf aufbauenden Jahre. Also das Wurzelchakra. Genau. Wir werden in den ersten 7 Jahren ganz maßgeblich programmiert, hauptsächlich durch unsere Mutter. Auch schon unsere Entstehungsgeschichte, also Zeugung, Schwangerschaft, Geburt, kann ganz viel ausmachen, ob ich eine Grundprogrammierung habe des Mangels oder der Fülle. Also da wird mein Grundstein gelegt. Und zwar nicht nur, wie gesagt, für Finanzielles, sondern für alles. Also wenn ich eine Grundprogrammierung der Fülle habe, dann bedeutet das, ich weiß, für mich ist immer gesorgt. Das Leben selbst sorgt für mich. Ja. Und wenn ich eine Programmierung des Mangels habe, dann wird mir dieser Mangel überall gespiegelt. Und daher kommt auch diese Ellbogenmentalität, die viele Menschen einfach haben, weil sie dann aus diesem Mangel heraus schon ganz früh, schon oft im Kindergarten, in der Schule auch gelernt haben, andere nehmen mir was weg, weil die sind ja auch im Mangel. Mhm. Und ich muss darum kämpfen. Ich muss das kriegen. Krieg. Ja? Ja. Ich muss jemanden bekriegen, um etwas zu bekommen. Und das sind also ganz wirklich viele Kampf um Energie auch. Genau. Ne? Lebensenergie. So wie genau. Die Prophezeiung von Celestine ist in dem Film so richtig, wenn Leute streiten, dass es so um Lebensenergie geht. Ja. Genau. Da haben wir viele Möglichkeiten. Da habe ich auch mal einen extra Podcast dazu gemacht, was da so zwischenmenschlich dann abläuft, wie man sich die Energie hin und her zerrt. Ja. Ja. Mhm. Und wenn ich eine Programmierung der Fülle haben möchte, die ich vielleicht bisher noch nicht habe, dann ist es sehr sinnvoll, mir diese Zeit anzuschauen. Also zum Beispiel schon die Entstehungsgeschichte, war ich denn wirklich erwünscht? Mhm. Denn wenn ich nicht erwünscht bin, dann komme ich hier an und habe vielleicht so das Gefühl, ich sollte ja gar nicht richtig da sein. Und deswegen kann ich mir jetzt nicht einfach alles nehmen, weil vielleicht nehme ich ja anderen dann was weg. Mhm. Ja, also viele sind dann sehr zurückhaltend. Das merkt man oft an so Kleinigkeiten, wie dass jemand erst mal anruft und sagt, störe ich dich? Ja. Sind ich rufe erst gar nicht an. Oder gar nicht erst anruft, sondern wartet. War wahrscheinlich störe ich, ja. Mhm. Schön. Dann haben wir schon was. Da war. Meine Güte, ja. Ja, ja. Genau. Und
die ganze Schwangerschaft, das Energiesystem des Babys mit der Mutter, das ist verschmolzen, das ist eins. Ja? Also das Kind, das Baby, aber auch das Kleinkind mit 1-2 Jahren erkennt noch nicht den Unterschied zwischen sich und dem Rest der Welt. Genau, die Ich-Identifikation, die kommt erst noch. Ja. Das heißt, die Mutter ist die Welt. Und jetzt müssen wir mal sehen, auch wenn das Baby dann da ist, dass es essentiell ist, wie wurde ein Baby im ersten Jahr, in den ersten 1,5 Jahren versorgt. Und wir hatten es schon mal davon, so ein Baby braucht nicht viel. Es ist relativ einfach, ein Kind in dem Alter zu versorgen. Die Mutter braucht ein offenes Herz, ein Gespür für ihr Kind und ein bisschen Grundwissen. Ja. Ja? Und je flüssiger das läuft, umso besser wird unser Urvertrauen praktisch hergestellt. Unser Urvertrauen, unser Füllebewusstsein im Leben. Wenn also das Kind gestillt wurde, wenn es Hunger hatte, auf Mamas Arm durfte, wenn es ja, Liebe brauchte ja. oder Nähe oder Schutz, Wärme, wenn es schlafen durfte, oder auch bei den Eltern, körperliche ja. Nähe, Atem, Herzschlag, Sicherheit. Ja? Wenn es das einfach alles bekommen hatte, eine trockene Windel hatte und einfach gemerkt hat, ich werde geliebt und für mich wird gesorgt, ja. dann bedeutet das für das Baby erstmal gar nicht, meine Mutter sorgt gut für mich, sondern das Leben. Ja. Weil die Mutter ist das Leben. Na klar. So, und jetzt ist es eben in vielen Fällen bei vielen Menschen so nicht gelaufen. Es wird ja auch überhaupt nicht gefördert in unserer Gesellschaft. Es wird gefördert, ach, mach doch einen Kaiserschnitt, dann sparst du dir die letzten anstrengenden Wochen und es ist planbar und die Schmerzen musst du doch auch nicht haben. Ja? Also schon mal diese natürliche Geburt, dieses Erfolgserlebnis, das ist ja auch Fülle für das Kind. Yeah, ich bin da, ich habe es geschafft, ich bin gekommen. Ja. Und es versetzt auch die Mutter in ein völlig anderes Bewusstsein mit ihrem Körper, in ein anderes Selbstbewusstsein auch, wenn sie natürlich geboren hat. Jetzt wollen wir natürlich auch immer sagen, weil ja. die Zahl nimmt zu, es ist korrigierbar. Es ist nachholbar, aber ja. es sollte ein Bewusstsein, dass ne, ja. Bestimmte Dinge dann nachgeholt werden wollen. Genau. Ne? Also gut, dass du das einwirfst. Ne? Sonst kommen sich die Frauen wieder schuldig vor oder sowas. Ja, ja. Einfach darauf achten, ja, jetzt darf dieses, ne, alles was mit Bindung und Urvertrauen ja. zu tun hat, darf noch mehr belichtet werden. Genau, ja. mit Stillen, mit allem, ja. was dazugehört. Und ja. natürlich ist es toll, wenn jetzt werdende Mütter das hören und gleich sich richtig verhalten können, wenn sie sich damit beschäftigen. Richtig und falsch möchte ich gar nicht sagen. Ja. Stimmig, ja, natürlich. Aber eben auch, wenn es schon geschehen ist oder wenn es bei uns eben anders lief, wir können das wieder verändern. Wir können den Film neu drehen und damit für uns eine neue Basis herstellen. Ja, und wir können den Film tatsächlich so drehen, als hätten wir die perfekte Geburt gehabt, als wären wir schon als ja, Sieger in diesem Leben praktisch angekommen, als wären wir schon immer gestillt worden, immer gehalten worden, immer geliebt worden, als wäre schon immer alles für uns da gewesen, was wir gebraucht haben, als hätte uns schon jemand, also das Leben, jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Wenn wir diese Entstehungszeit praktisch positiv verändern und neu informieren, das kann man über Meditation machen, über diesen tiefen Zustand, über Theki, aber auch über Umprogrammierung von gewissen Glaubenssätzen, von gewissen inneren Überzeugungen, ja. dann sind wir einen Riesenschritt weiter, weil das ist das Fundament. Und wir wissen alle, du kannst kein Gebäude ohne ein kräftiges ja. Fundament bauen. Und es ist ein Riesenunterschied für alle Facetten unseres Lebens, ob wir auf Fülle oder auf Mangel aufbauen. Ja. Also, das verändert alles. Wenn ich auf einmal in einem Füllebewusstsein bin, das verändert meine Beziehungen. Es verändert meine Partnerschaft, weil ich brauche nicht. Sondern ich habe ja in mir alles. Ich kann alles. Die Fülle teilen. Ja. Das ist ganz was anderes als ohne dich kann ich nicht sein. Genau. Du darfst mich nicht verlassen. Ja. Ja. Entscheidungen, was auch immer.
Angst ist nie ein guter Ratgeber. Ja, immer wenn wir aus der Angst raus irgendwas entscheiden, dann sind wir eigentlich im Mangel. Und dann wird auch diese Entscheidung höchstwahrscheinlich in den nächsten Mangel führen. Ja. Ja. Und wenn wir aber darauf vertrauen, aus diesem Füllebewusstsein raus zu agieren, dann nehmen wir eine ganz andere Haltung ein. Dann können wir wirklich auch aus dem Herzen raus, dann können wir spüren, was ist das Richtige für mich. Wir handeln nicht aus der Not raus. Also Beispiel, soll ich bei diesem Arbeitgeber bleiben oder nicht? Eigentlich bin ich hier todunglücklich und es gefällt mir überhaupt nicht und ich werde auch nicht gut behandelt. Also alles Mangel, alles Zeichen auch der Seele weg hier, sonst Spiegel. Wirst du vielleicht krank oder sonst was. Aber ich brauche das Geld. Das sind die typischen Mangelentscheidungen. Ja. Und ich bin mir ganz sicher, dass es über 50% der Bevölkerung mindestens so erleben, ob ja. bewusst oder unbewusst. Weil die meisten Menschen eben noch gar nicht ihrer Berufung folgen. Und die Seele, die will da aber ja immer wieder durch. Die sagt ja immer wieder, hör zu, wir haben eigentlich was anderes vor. Wir sind mit einem Plan hierher gekommen, wir können das noch verwirklichen. Und das Zünglein an der Waage, ob man sich das dann irgendwann traut, ist das innere Füllebewusstsein, diese innere Sicherheit, ich kann springen. Ich kann irgendwo reinspringen, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie das wird und wie dann für mich gesorgt ist. Ich kann auch einen Übergang schaffen. Ja, dann kann ich mir da eine Komfortzone ein bisschen einrichten und sagen, okay, ich reduziere das eine und beginne das Neue aber schon mal. Ja? Und wenn man dann merkt, das fließt, das kommt in Fluss, dann kann man immer weitergehen. Also egal wie, aber... Also ich denke, dass das, was du bisher anempfohlen hast, gleichzeitig auch sozusagen ein Ausstieg aus dieser Gesellschaft ist, aus diesem Gesellschaftssystem, was ja, ja. total auf Mangel aufgebaut ist und Nichtvertrauen. Ne? Unser ganzes Versicherungswesen basiert ja darauf, dass wir auf das Leben gar nicht vertrauen können. Und ne, die Zielrichtung, Mütter und Kinder voneinander zu trennen, möglichst früh, wie hier in der DDR, halt über Jahrzehnte geschehen und jetzt auch in der ganzen BRD als Fortschritt angepriesen, zielt ja darauf ab, ja, uns sozusagen als Mangelwesen zu halten, die man wunderbar steuern kann. Ganz genau. Ja, und vielleicht auch noch gegeneinander aufhetzen, wie auch immer. Aber also, dass das nicht nur für einen selber sozusagen eine Folge hat, wenn man da rausgeht, sondern dass diese kranke Gesellschaft dadurch auch, sagen wir, etwas schneller sich verabschiedet oder dass man das hinter sich lassen kann. Genau, also wir arbeiten immer, wenn wir an uns arbeiten, auch gleichzeitig an kollektiven Feldern. Ja. Ja, und natürlich ist da ein Riesenmangelfeld und es wird ja gerade noch weiter genährt, weiter kreiert durch die Inflation, durch alles, was so geschieht. Und ich glaube, jetzt kann wirklich keiner mehr weggucken, keiner kann mehr sagen, ach, das wird schon wieder alles so, wie es mal war, das wird nie wieder, wie es mal war. Es wird besser. Was das? Frau Weber, wie kommen Sie denn jetzt darauf? Es wird besser. Okay, also das heißt, Sie sind auch der Meinung, dass der Sprit 5 Euro kosten muss. Es wird besser. Wir gehen durch eine Zeit durch, ja. Genau. Und vielleicht können wir noch mal das Video Bewusstseinssprung verlinken, für die es noch nicht gesehen haben. Ja, unser letztes gerne machen. Gespräch. Ja. Weil da haben wir das ja ausführlich auseinandergenommen, in welcher Zeit wir sind. Wir sind in einer Zeit des Wandels, von einem dunklen Zeitalter in ein goldenes Zeitalter. Und das ist für viele sind das einfach nur irgendwelche hohlen Worte, weil man kann es noch nicht genau sehen, man kann es noch nicht genau fühlen oder nicht jeder kann das. Ja? Ja. Die sich schon lange damit beschäftigen und diesen Weg schon länger gehen, die sind natürlich mehr da schon angeschlossen an die, in Anführungszeichen, neue Welt. Aber jeder ist da gerade irgendwo auf seinem Weg und darf sich einfach anschauen, welche Themen poppen denn bei mir gerade noch richtig auf. Ja? Und bei manchen ist es eben die Partnerschaft, bei manchen ist es die Sicherheit, bei anderen ist es das Geld. Der Selbstwert. Der Selbstwert. Es gibt so viele Themen, die man da jetzt gerade
durchleuchten darf. Ja, ja. Und die gute Nachricht ist aber, es geht total schnell. Also dieses Auflösen von alten Themen oder auch erkennen, was ist denn los, es geht viel, viel schneller als noch vor ein paar Jahren. Mhm. Also ich sehe das in all den Seminaren und Einzelsitzungen, wie die Menschen sich so schnell verändern, wie es manchmal nur noch so einen Schnipser braucht und es verändert sich. Mhm. Ganz, ganz grundlegend etwas. Also weil sind jetzt in dieser Zeit. Ja. Die Großwetterlage, das Auflösen von alten Strukturen begünstigt, um es mal so zu sagen. Genau. Sozusagen revolutionäre Gezeiten da sind. Ne? Man hat ja so Beobachtungen gemacht, also je näher am Nordpol die Menschen wohnen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da eine Revolution gibt. Es hat in Schweden, Norwegen, Finnland nie eine Revolution gegeben. Interessant. Ja, aber geht man weiter runter, also immer weiter weg. Ja. Das Magnetfeld nimmt also immer weiter ab, sozusagen, also die Stärke. Dann Mittelamerika, Palästina, Heiligsblechle, was ist da los? Ne? Das Magnetfeld ist ja auch die alte Matrix. Ja. Und in dem Zuge, wie das jetzt runterfährt, und es fährt ja schon lange runter, es ist ja messbar, ist, glaube ich, nur noch bei 5-10% seiner Leistung. Je mehr das runterfährt, umso mehr können wir aussteigen. Ne, also das fiel mir jetzt gerade ein. Genau. Ne, also sagst du, warum geht das jetzt viel leichter? Weil diese alten Strukturen nicht mehr so fest sind. Also die Konventionen, was natürlich auch, sag mal, Haufen Irrung mit sich bringt, gerade im Moment. Allein das Gendern, ne, oder also die Verhunzung unserer Sprache als Beispiel. Ja. Oder völlig andere Werte, die uns jetzt hier als menschlich präsentiert werden. Ja. Aber es ist ja so, dass wir über viele, viele Jahre, über Generationen an etwas gewöhnt wurden, und da schon reingeboren, reingewachsen sind, was gar nicht wirklich Fülle war, was gar nicht wirklich Liebe war, was gar nicht wirklich lebensfreundlich war. Ja? Egal, ob es das Aufziehen der Kinder ist, die dann ganz früh in die Kita sollen, oder wie wir mit Technik umgehen, die ganzen Sendemasten, die ganze Technologie, die wirklich lebensfreundlicher eingestellt werden könnte und so weiter. Also da könnte ich jetzt ewig aufzählen. Ja. Und wir waren aber so dran gewohnt, dass wir es gar nicht mehr wirklich in Frage gestellt haben. Und dann muss es manchmal erst mal schlimmer werden, damit es sichtbar wird, oder? Ja. Und jetzt hinterfragen wir, jetzt gehen die Menschen raus und sagen, Moment mal, also irgendwie der eine Euro war okay für den Diesel, aber jetzt die 2 Euro, die sind nicht mehr okay. Ja. Warum war denn der eine Euro eigentlich okay? Es war eigentlich auch schon so, dass die Ölgesellschaften sich da dran bereichert haben und der Staat und alle, ja, weil wir es schon gewohnt waren. Und so ist es mit allen Dingen in diesem Leben. Und deswegen, das ist einfach ein Aufwachprozess jetzt für ganz, ganz viele Menschen, die sich erinnern, Moment mal, da gibt es was anderes. Ja. Wir können anders leben, wir können gemeinsam eigentlich ganz anders sein. Wir können unsere Beziehungen anders leben, wir können mit unseren Kindern anders sein. Viele haben erst wirklich jetzt das Schulsystem in Frage gestellt, als die Kinder mit Masken und Tests konfrontiert wurden. Ja? Ich kenne viele, ich habe selber Kinder, ich habe mit vielen gesprochen, die gesagt haben, mir wird es erst jetzt klar, dass eigentlich vorher auch schon vieles nicht gut war. Aber es war so normal und wir haben es ja alle irgendwie überstanden. Ja, ist das Fülle? Ist irgendwie überstehen? Mhm. Also um wieder bei unserem Thema auch irgendwo zu bleiben. Wir dürfen alle lernen, zum einen zu gucken, was begrenzt mich noch? Mhm. Und zum anderen aber auch immer größer denken. Also wenn wir vielleicht nochmal zu diesen Tipps auch kommen wollen. Was kann ich denn tun, um in die Fülle zu kommen, beziehungsweise meine Fülle wieder richtig zu leben, die ja immer da ist? Da ist es wirklich erstmal wichtig, eine Vision zu haben. Also unser inneres Navi einzustellen. Was ist denn für mich Fülle? Mhm. Und das darf auch jeder für sich einstellen. Da gibt es keine Norm, die sagt, also wenn du jetzt unter 1 Million denkst, dann ist das ja Quatsch.
Jeder hat seine eigene Vorstellung von Fülle. Und es ist auch okay, wenn du sagst, ich brauche wirklich nicht viel. Aber das, was ich habe, das kommt leicht. Und das macht überhaupt keine Mühe. Das bringt nur Freude und Liebe in mein Leben. Ja. Ja? Das geht nicht drum, hast du eine Villa oder ein Zwei-Zimmer-Haus oder hast du 20 Freunde oder zwei. Es müssen echte Freunde sein. Und es muss ein echtes Zuhause sein. Ja. Ja? Also Qualität. Ja. Qualität. Und es muss deins sein. Nicht gucken, was ist denn für die anderen Fülle. Oder ja, wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, eine beste Freundin wünsche und eine schöne Drei-Zimmer-Wohnung, denke ich dann vielleicht zu klein, weil der Nachbar, der hat da das Dreifache. Ja. Es muss für uns passen. Wer weiß denn, ob der Nachbar glücklich ist? Was der für eine Kindheit und Entstehungsgeschichte hat, was bei dem los ist. Jüngst, nicht vergleichen. Ne, jüngst habe ich also die finanzielle Fülle kann hier und da auch zum goldenen Käfig werden. Ja, auch. Ne, also wenn es nur, was heißt wenn es nur, aber naja, da sind ein Haufen Glaubenssätze nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Ja. Und vielleicht ist jemand Reiches sehr, sehr glücklich. Ja. Damit lebt er die volle Fülle. Ja. Vielleicht hat er aber diesen Reichtum auch nur bekommen, weil er über Leichen gegangen ist, weil er andere betrogen hat, belogen hat und so weiter. Der kann nicht glücklich sein. Nee. Und wenn er sich das vorgaukelt, dann wird der Körper das irgendwann melden. Ja, weil die Dreieinheit Körper, Geist und Seele lässt sich nicht austricksen. Ja. Spätestens, wenn ich länger nicht hinschaue, der Körper meldet mir irgendwo, du bist da überhaupt nicht ehrlich zu dir selber, du bist da überhaupt nicht im Fluss. Mhm. Und deswegen ist es immer gut, ich schaue schon vorher ehrlich hin, ja, und kann dann meine Maßnahmen ergreifen. Also egal, ob ich negative Fülle angehäuft habe, die mich nicht glücklich macht, oder ob ich grundsätzlich im Mangel bin. Ich kann was dran ändern. Und es beginnt immer schon hier. Ja, das heißt, um kurz nochmal zusammenzufassen, sich auf die Spur zu kommen, wie denke ich über Geld, wie denke ich über Fülle und Mangel, um die eigenen Glaubenssätze zu erkennen, rückwirken, das Heilen des ersten Lebensjahres, des Wurzelchakras, des Urvertrauens in das Leben. Ja, und wie gesagt, hier im Osten war das halt meistens schon mit Krippe verbunden, also weg von der Mutter und so weiter. Dann die Dankbarkeit. Ja, ganz wichtiges Tool, Alltagstool. Ja, wo wirklich auch Gefühl reinkommt. Ja. Gefühl und Vision, dass ich nicht nur dankbar bin für das, was ich erlebt habe, sondern auch dankbar dafür bin, was ich erleben möchte. Ja, was du bald erleben darfst. Genau. So. Ja. Und jetzt war das Letzte als Tipp, dass ich mir bewusst werde, was habe ich denn eigentlich für eine Vision? Was bedeutet für mich ganz persönlich Fülle? Ja. Ja. Und es ist nicht in Stein gemeißelt, also das darf sich ändern. Ja, wenn du irgendwann merkst, Mensch, da habe ich echt zu klein gedacht, da geht mehr, ich weiß jetzt erst, was Fülle ist, dann darfst du an dem Rädchen drehen und darfst deine Vision ausbauen. Aber es ist wichtig, dass du überhaupt eine hast, weil so funktionieren wir als Minigötter hier, als Schöpferwesen, dass wir uns auf unsere inneren Bilder ausrichten, dass wir, wenn wir eine lebendige Vision haben, die wir nähren über innere Bilder, über unsere Gefühle, über unsere Herzenskraft, dass dann wirklich das Leben direkt darauf antwortet und schaut, wie es uns das direkt auf die Leinwand des Lebens projiziert. So funktionieren wir. Und das hatte ich ja einleitend gesagt, wir sollten einfach ein paar Dinge beachten. Du hast sie jetzt schon aufgezählt, das ist einfach. Aber wir kommen nicht drum rum, das zu tun. Und zwar sehr ehrlich zu tun. Ja, und du hast mit dem Täterzustand hast ja angesprochen, dass wir, sag mal, Glaubenssätze häufig in diesen Regionen beheimatet sind, also sprich im Unterbewusstsein gespeichert ist. Und wir sozusagen dorthin gelangen dürfen, um sie
auflösen zu können. Weil was nutzt es, wenn ich mir da irgendwelche Affirmationen an den Spiegel hefte und der Eisberg unter der Wasseroberfläche sagt, du bist schuld, du hast gar kein Recht, auf irgendetwas hier Anspruch zu stellen. Ja? Auf Fülle. Was? Du? Fülle? Stell dich hinten an. Ja, und wenn du vorne bist, dann stell dich wieder hinten an. Ja, so nach dem Motto, du hast kein Recht. Und ich glaube, dass das bei vielen der Fall ist. Also, dass so ein, ja, vor allem so ein Schuldprogramm aus welcher Inkarnation oder welcher Zeit auch immer da verhindert, weil wer schuldig ist, ja, der hat hier nichts zu melden. Ne? Ja. Genau. Also unsere Scham, unsere Schuld, das kann alles dazu führen, eben wie gesagt auch aus anderen Inkarnationen, aus der Ahnenlinie, aber auch einfach aus diesem Leben, dass wir glauben, wir haben es gar nicht verdient, weil wir XY damals verletzt haben oder weil wir jemanden ausgetrickst haben, weil wir jemanden was weggenommen haben, was auch immer, kann dazu führen, dass wir uns selber die Fülle versagen. Und das will einfach nur wieder befreit werden. In vielen Fällen ist es einfach Vergebung. Ja. Es ist einfach Vergebung, die das Herz wieder frei macht. Und wenn du dir diese Fülle wieder erlaubst, dann erlaubst du es allen. Ja. Und umgekehrt. Und das ist wieder das, was denke ich denn über andere Menschen, die das leben, was ich will. Ja, genau. Die drei Finger, die auf mich zurückzeigen, ja. Wenn ich keine Partnerschaft habe und ich wünsche mir eine und ich wünsche mir eine glückliche und dann sehe ich glückliche Paare, was löst das in mir aus? Das ist ein Schlüssel. Das ist total wichtig, aber die meisten Menschen, die wollen das dann gar nicht sehen oder fühlen. Die machen zu und verwehren sich diesen Schlüssel. Mit dem einen Schlüssel kann es schon aufgeschlossen werden unter Umständen, dass du auch eine glückliche Partnerschaft haben kannst. Aber du musst hinschauen. Wenn ich, löst das jetzt ja, aus? Ja. Die regen mich auf mit ihrem Geturtel da. Ja, also reagiere ich da irgendwie drauf und ach, ist ja peinlich, wie die das zur Schau stellen. Oder in Wahrheit sind die wahrscheinlich gar nicht glücklich. Mhm. Klammer auf, ich wünsche es ihnen auch gar nicht, Klammer zu. Irgendwo werden die schon ihre Probleme haben. Ja, wenn ich mich bei solchen Gedanken dann ertappe, dann weiß ich genau, das gilt für mich. Ich glaube nicht dran, dass man glücklich sein kann. Ich meine, dass es nur aufgesetzt sein kann. Und drunter muss es ja immer brodeln. Ja. Ja, wie will denn ich dann eine glückliche Partnerschaft kriegen? Ja? Und umgekehrt, wenn ich mich daran erfreuen kann, wie Menschen also als Paar miteinander umgehen, dann kann ich ja davon ausgehen, dass ich diese Fähigkeit zu einer Potenzial zu einer solch glücklichen Partnerschaft in mir trage, sonst könnte ich es ja nicht sehen. Genau. Ja. Und genauso mit allen materiellen Dingen. Das Leben macht überhaupt gar keinen Unterschied. Ob das jetzt Freundschaften sind, ob es Partnerschaften sind, ob es deine Berufung ist, die du lebst, oder eben der Porsche, wenn du den unbedingt haben willst. Und dann fährt da jemand mit dem Porsche vor. Was denkst du? Mhm. Denkst du jetzt so ein Angeber? So ein Proll ist bestimmt noch nicht abbezahlt. Oder kannst du den einfach segnen? Potenzprothese, ne? Also was soll ich alles da einfallen lassen? Genau. Ja. Oder kannst du den einfach dafür segnen und sagen, hey, wie schön, du hast dir da was verwirklicht. Ich gönn's dir. Toll. Toll, dass du diese Fülle leben kannst. Und umso näher bist du selber dran, umso mehr erlaubst du es dir, weil es gibt eigentlich gar keinen Unterschied zwischen dir und ihm. Das ist alles Illusion. Das sind immer Einladungen des Lebens. Werde ganz. Nimm dieses Entweder-Oder weg und verbinde es. Ja. Ja, nimm diese Trennung weg. Und beobachte dich selber, wie du auf bestimmte Dinge reagierst. Mhm. Weil dann weißt du, wie du darüber denkst, im tiefen Innern. Genau. Ja. Und nur da kann ich es lösen. Mhm. Nur da, Mahatma Gandhi, sei du die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Und da geht es um deine Welt. Ja. Es geht immer um unsere Welt. Ja?
Auch wenn es irgendwo um Krieg und Frieden geht und um viel größere Dinge, die wirklich den ganzen Planeten betreffen. Aber es geht doch immer darum, wie nehme ich es wahr? Spielt es in meiner Welt eine Rolle? Ja. Betrifft es mich? Auch meine Gefühle? Ja? Und kann ich etwas dran ändern? Und die Antwort ist eigentlich immer ja. Ja. Ich kann etwas ändern, aber in mir. Ja. Und wenn ich akzeptiere, dass ich Fülle bin, und wenn ich diese Fülle überall sehen kann, überall erkennen kann und dankbar dafür sein kann, dann fließt es einfach nur und dann fließt es aus mir und wieder zu mir zurück. Also um Fülle zu sehen, ist es sicherlich auch ratsam, immer wieder in die Natur zu gehen. Ja. Weil, also jetzt mal abgesehen von einem, von einer Massenbaumhaltung eines Fichtenwaldes oder so, das ist ein bisschen wenig. Aber trotzdem, also selbst am Wegesrand kann ich diese Fülle ausmachen. Und klar, der Frühling, Sommer ist dazu am besten natürlich geeignet, diese Fülle zu sehen. Ne? Jetzt hat der Johannistrieb nochmal einen kleinen Trieb gegeben. Also nochmal neues, frisches, sattes Grün. Und das in sich aufzunehmen, das wir mit unserem Mangeldenken eigentlich völlig wieder natürlich sind. Genau. Und loslassen gehört auch dazu. Ja. Also wenn du gerade von der Natur sprichst und von dieser Fülle, ja, aber da geht auch immer wieder was zu Ende. Ja. Ja, und Blumen verwelken und Blätter fallen von den Bäumen. Und es gibt da genauso Geburt, Leben und Tod. Ja, es sind alles Zyklen und es ist auch ein Teil, ein ganz wichtiger Teil noch der Fülle, dass du auch loslassen kannst. Weil nur dann sind doch die Hände offen, um wieder zu empfangen. Also dass du das, was dir nicht mehr gut tut, was dich nicht mehr nährt, was nicht mehr zu deiner Herzensqualität passt, dass du das auch wirklich loslässt. In dem Gefühl und in der inneren Gewissheit, das brauche ich gar nicht mehr, weil es kommt etwas zu mir, was dann besser zu mir passt. Ja. Wenn ich in meiner inneren Fülle, in meiner Herzensschwingung bin, dann wird immer das von mir weggetragen, was dazu nicht mehr passt. Und es kommt immer etwas dazu, was jetzt besser passt. Und das habe ich auch in unserem letzten Gespräch gesagt, zum Wandel. Wir sind jetzt eben wirklich auch planetar in diesem Aufstiegsprozess. Das ist ja messbar auf verschiedenste Arten und Weisen, habe ich in Involution alles ausgeführt. Ja. Und das bedeutet in einem Punkt auch, du kannst dich wirklich darauf verlassen, wenn du etwas loslässt, kommt etwas Besseres nach. Weil wir in der aufsteigenden Schwingung sind und weil wir alle diesen Prozess durchmachen. Das ist eine Reinigung, eine Neuorientierung und auch da sind so viele Geschenke drin. Ja, das wird ja von vielen auch missverstanden. Eher kommt ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Abgesehen davon, dass das Nadelöhr eine kleine Gasse war, wo tatsächlich kein Kamel durchkam in Jerusalem. Also es hat nichts mit mit der Nadel zu tun. War ja nur in die Richtung gedacht, wenn wir daran kleben. Ja. Ja, dieser reiche Jüngling ging ja traurig hervon, der hatte viele Güter. Er konnte sie nicht loslassen. Mhm. Also genau. Sozusagen es jederzeit bereit sein, das eine loszulassen, um das Neue zu empfangen. Ja. Ja, und nicht krampfhaft dran festzuhalten und vielleicht zu verteidigen oder so. Warum inkarnieren wir denn hier in einem Körper als Menschen, in der Materie, um das zu erfahren, um damit spielen zu können? Also aus höherer Ebene betrachtet, wollen wir immer nur Erfahrungen machen, wollen wir spielen, wollen wir uns dadurch weiterentwickeln, immer mehr Facetten irgendwie durchmachen und erkennen. Und da gehört doch die Materie dazu. Mhm. Und der Unterschied ist aber, habe ich jetzt wirklich Freude, zum Beispiel mit diesem Auto zu fahren, macht mir das Freude? Oder mache ich das nur, um andere zu beeindrucken? Da ist der Unterschied. Und da weisen auch immer diese Zitate drauf hin. Ja? Es geht nicht darum, ob du viel hast oder wenig. Das ist in der Fülle alles inklusive eigentlich, dass du alles haben darfst. Es geht darum, wie ist deine Einstellung dazu?
Also ich habe zum Beispiel eine Einstellung, ich muss nicht alles besitzen, um etwas genießen zu können. Mhm. Ne? Mhm. Was hab ich da? Eine bekannte, eine Sauna. Also ja, durften wir in Lockdown-Zeiten deren Sauna benutzen. Ich musste sie nicht selber im Haus installieren. Solche Sachen. Also das, es ist da, um genutzt zu werden, aber ich muss es nicht unbedingt alles selber besitzen. Richtig. Als, sehe ich auch als so. Als Beispiel. Ja. Ja, ja. Weil dann kann es wirklich auch Ballast werden. Mhm. Ja, also dann kann es wirklich auch nach hinten losgehen. Wenn du meinst, alles haben zu müssen, verlierst du auch vielleicht wieder alles, weil es einfach nicht richtig ist für dich. Ja. 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 Magst du noch ein Schlusswort? So, also ich finde, da haben wir gut was zusammengetragen. Ich hoffe, es war nicht zu unsortiert. Man konnte uns gut folgen. Doch, schon. Ja, für mich ist eigentlich das Wichtigste, wirklich die wichtigste Botschaft, jeder ist Fülle. Das Leben ist Fülle und wir alle können diese Fülle in uns wiederherstellen. Wir müssen gar nichts hinzufügen, wir müssen sprengen, was Fülle behindert, was diesen Fluss behindert. Und Dankbarkeit, Liebe und klares Beobachten, das sind eigentlich die Schlüssel zu deiner klaren Vision hin. Ja. Ja. Sandra Weber, ich danke dir für diesen Ausflug und ich denke schon, dass wir einiges dazu gelernt haben, aus dem Minus ein Plus zu machen. Vielen, vielen Dank, Sandra. Ja, ihr habt ja gemerkt, also ich darf mir auch davon noch eine Scheibe abschneiden. Wurzelchakra war, glaube ich, auch nicht so. Das war wie bei vielen wahrscheinlich von euch. Und trotzdem hat mich das auch nochmal heute in meiner Hoffnung gestärkt, da jetzt auch für mich nochmal ordentliche Schritte gehen zu können und eine Vision von meiner Fülle zu entwickeln. Möge es euch auch gelingen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und sage für heute tschüss, freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Neue Horizonte TV. Tschüss.